schöne Angriff von Wang. Und Zeit. Kommt die akustische Selbstunterstützung dazu. Das ist auch ein wichtiges psychologisches Mittel zur eigenen Stärkung und um den Gegner, die Gegnerin zu beeindrucken. Und dann schlägt sie sich wieder einigermaßen ein. Aber zu kurz von Li Jie. Damit kein Problem für Wang mit dem Angriff über das Netz zu kommen, trotz des starken Unterschnitts. Aber je länger so eine Partie dauert, desto mehr werden natürlich die Nerven beansprucht. Umso mehr schmerzt jeder Fehler, den man macht. Wieder sehr heftig, sehr viel Druck jetzt in den Angriffen von Wang. Hat wieder eine sehr, sehr starke Phase. Sehr kurz gespielt von Li Jie, den kann Wang sehr früh nehmen und damit wieder den Punktschlag anbringen. Spielt sie wieder die Rückhandtaktik, aber Wang bleibt geduldig. Das war jetzt sehr besonnen gespielt von ihr. Einmal auch wieder mit der Rückhand angegriffen dazwischen und das war zu ungeduldig von Li Jie. 10 zu 2 damit 8 Satzbälle für Wang und dann fehlt ihr nur noch ein Satz. Da ist er.